Ein Beitrag der Deutschen Mitte. Zehnjähriges Jubiläum der DM. Ein Jubiläum gibt Anlass zum Erinnern, Überdenken, Zeit, um Rückblick zu halten. Jeder von uns wird dabei andere Gedanken und Ereignisse vor seinem inneren Auge haben. Der eine wird seufzend zurückblicken, weil aus seiner Sicht mal alles besser war. Der Nächste wird zurückblicken und sich freuen, dass diese Zeit vorbei ist. Jeder hat seine Erfahrungen mit den Menschen und Wegbegleitern in seinem Erinnerungsrucksack. Gerade jetzt, in der Jahreszeit der Ernte und des Erntedanks, empfinde ich die Rückschau auf die vergangenen Jahre wie ein Bauer oder Gärtner, der auf seine Ernte blickt. Ich stelle mir aber auch die Frage, warum ist etwas nicht gewachsen oder verdorrt? Was hat gefehlt? Was habe ich oder wir nicht gesehen? War es mir oder uns nicht wertvoll genug? Oder war es einfach zu anstrengend und uns zu viel Arbeit? Manches ist zugewuchert und nicht mehr zu erkennen. Anderes wurde neu gepflanzt und ist bereits ganz gut gelungen. Manches ist wie die Kartoffel im Dunkel gewachsen, versteckt. Manches sieht auf den ersten Blick gelungen aus, entpuppt sich aber als Apfel mit Wurm. Aber nichts von allem ist nicht sinnvoll oder nicht wertvoll gewesen. In allem steckte und steckt erstmal viel Zeit, Kraft und Energie von uns Mitwirkern. Nicht zu vergessen die Erfahrungen, die ich und viele von uns machen durften. Ich gebe zu, auf manche hätte ich verzichten können. Aber nur wer Fehler macht und aus ihnen lernt, kann etwas verändern und weiterentwickeln. Bei der DM kommt es, wie im Garten, nicht auf schnell Wachsendes, was keinen Geschmack hat oder schnell fault, an, sondern auf kraftvolles, gehaltvolle Erzeugnisse, von denen wir lange zehren können oder neue Saat aussehen könnten. Voraussetzung ist der richtige Boden. Nur auf einem guten Grund kann Gesundes wachsen. In den letzten Jahren haben einige ausdauernde Mitglieder mit mir daran gearbeitet, Altlasten aus den DM-Anfängen zu sichten, zu sortieren oder freizulegen, um dadurch eine Basis für Neues zu schaffen. Ein Kompost von Quittungen, Berichten, Abrechnungen und Anträgen ist entstanden. Wir wissen jetzt, was die gute Komposterde enthält und können planen, was darauf bei guter Pflege von uns allen gut wachsen und gedeihen kann. Mein Wunsch für die Zukunft der DM. Lasst uns eine Partei sein, die unbekannte, fast vergessene Werte wieder in den Garten pflanzt. Lasst uns pflanzen, was Menschen satt macht, was Arbeit bringt, mit guten Produkten und Menschen in Staunen versetzt, was möglich ist, wenn alle mitmachen. Ich möchte euch alle einladen, dabei zu sein. Helft mit, dass unsere DM eine Partei wird, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht an den Bedürfnissen der Banken und Konzerne. Wir haben vor 10 Jahren erkannt, dass die DM dafür steht, dass Politik anders geht. Dann wird es jetzt mehr denn je Zeit, diesen Worten weitere Taten folgen zu lassen. Jeder Einzelne kann in seinem Tun Vorbild, Mitwirkender und Gärtner in seinem Gartenteil sein. Ich bin weiterhin dabei. Verzeiht, wenn meine Rede heute sehr gärtnerisch ist. Aber das Erntedankfest hat mich inspiriert und was gibt es Kostbareres als Mutter Erde und ihre Kinder? Danke fürs Zuhören.